Meister. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracca verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Ja, wenn jetzt hier noch Sturmtruppen auftauchen, dann wäre alles geht super. Aber jetzt kommt noch Triller. Du kehrst also zurück. Mutig, aber nicht weise. Ja, vielleicht. Marin, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal. Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt, ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Ach, da ist der. Dort liegt dein Ziel. Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Und. Tut mir leid, dass ich die Hassung jetzt unterbrochen habe, aber das wollte ich sehen. Cal kehrte zurück, um sich dem Schatten von Jared Paul zu stellen. Er erkannte, dass er in seiner Vergangenheit akzeptieren und nach vorne blicken muss, um Jared zu besiegen. Er kniete sich vor Jareds Geist, worauf die Erscheinung verschwand. Als Cal und BD das Grab von Kujet betraten, trafen sie auf Marin. Dieses Mal war sie allerdings gesprächsbereit. Cal erfuhr, dass sie möglicherweise die einzige Überlebende des Massakers an den Schwestern der Nacht ist, das General Grievous während der Klonkriege angeordnet hatte. Marin erfuhr von der Jedi-Auslöschung und Cal distanzierte sich von den gefallenen Jedi Malikas. Welche? Oh. Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So wie wir. Da ist ja Malikos. Aber ich muss sagen, Cal hat ziemlich viel Mut, einfach seine Waffe erstmal seiner Feindin zu geben, die einfach alles auf ihn gehetzt hatte, was sie hatte. Aber komm, wir stellen uns jetzt mal dem Herrn. Okay, doch nicht. Was willst du? Mein Freund, der Erwerb neuen Wissens hat mich nie abgeschreckt. Aber der Schatten der dunklen Seite wiegt schwer in diesem Grab. Ich kenne nun Kujets Vermächtnis. Er zerstörte die Astriums und die Leben aller, die gegen die Herrschaft der Weisen waren. Diese Zepho waren einst Kujets Feinde. Rebellen gegen die Tyrannei. Vergib mir, ich war zu lange auf diesem Planeten. Mein Geist entgleitet mir langsam. Ich kann nicht weiter, ich muss zurück nach Zepho. Dunkelheit umhüllt. Oh, danke, Marin. Oh, Malikos. Cal Kestis. Malikos? Willkommen daheim? Bist du hier, um zu trainieren?
Was in diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Kerl. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen? Oh, du armer Narr. Es ist vorbei. Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Erstickt von der Tradition. Ertaubt durch unseren vergangenen Ruhm. Erblindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Datomir dein Grab sein. Ach, du hast auch rote Lichtschwerter. Oh, gut zu wissen. Alles klar. Völlig nutzlos. Hä? Ausweichen wird dich nicht retten. Okay, du machst Schaden. Bam. Du triffst mich nicht. Komm schon. Du wirst mich nicht besiegen. Ich brauche Unterstützung. Du bist nicht stark genug. Okay. Komm schon! Nur Feiglinge rennen weg! What? Du bist erbärmlich! Alles klar! Malikos, gut. Schwester Marion denkt sich auch nur, aha, was für ein Versager habe ich mir gerade anvertraut. Och, ich muss jetzt gegen euch. Ja. Oh, komm. Er zieht dich zurück! Gut, dein Schicksal besiegelt. Jungs, ihr interessiert mich gerade nicht. Tut mir leid. Rappen-Courgette. Kämpf mit mir! Feiglinge rennen weg. Du wirst mich nicht besiegen. Aha, jetzt habe ich so langsam raus. Ich muss ihn parieren. Zu langsam. Parieren habe ich gesagt. Dann mit Nur dem. Feiglinge rennen weg. Also ich muss ihn parieren, dann greift er nochmal an, dann muss ich ausweichen. Und dann hat er aber eine kurze Zeit, weil er keine Ausdauer mehr hat, wo ich ihn dann angreifen kann.
Ich muss dann halt diesen schweren Angriff dann durchführen. Ist cool gemacht, aber... Du hast keine Ist mir egal, ob ich keine wahre Stärke habe. Das ist natürlich schwierig, wenn ich überhaupt kein Paradefenster habe und nicht so ein Bonobo wie mich, dass ich dann das gut parieren kann. All diese Schwester Maren zählt auch auf mich. Also. Du bist erbärmlich! Oh oh! Du bist schnell! Bemerkenswert! Schlag mich nieder! Du bist nicht stark genug. Völlig bist beeindruckt. Nur Feiglinge rennen weg. Okay. Bisschen Hilfe, Kumpels. Okay. Hier rüber. Ich hasse diesen Drehangriff. Mich nieder! Nur Feiglinge rennen weg! Du wirst mich nicht mehr sehen! Siehst du, Padawan? Ich bin konzentriert! Du bist ein Nichtsnutz! Mein Verstand ist scharf. Kumpel, Hilfe! Ausweichen wird dich nicht retten. Okay. Hier, Kumpel. Kämpf mit mir! Du bist ein Nicht! Warum mache ich es mir so extrem schwer? Komm, kämpfe, wenn du es wagst! Bam. Du bist schnell, bemerkenswert. Du verzögerst nur das Unvermeidliche. Du bist erbärmlich. So, zack, so einfach kann es eigentlich gehen. Okay, mein Ausdauer reicht aber nicht so ganz viel. Komm schon! Nur Feiglinge rennen weg! Okay, dann... Hierher, Kumpel! Hilfe, erst den gibt's. Du
Du bist ein Nichtsnutz, Jäger. Du hast dich abgewehrt. Schlag mich nieder. Ich hab's kaum gespürt. Kämpf mit mir! Ein guter Fechter! Stimmt, ich hätte einfach das Einhand-Lichtschwert nehmen können. Es war falsch, dich an meiner Seite zu wählen. Stirb, Welpe! Ihr habt kein Recht auf Datormir. Kein Recht auf unsere Magie. Sollst dich mal ziehen? Steh auf, Cal Kestis! Noch bist du nicht tot! Alles klar. Danke. Völlig nutzlos! Okay! Ich hab's kaum gespürt! Stimmt, ich hätte auch einfach das ganze Zeit das Einhandlichtschwert nutzen können. Oh oh. Hilfe, BD! Nur Feiglinge rennen weg! Ich muss mehr. Mehr wechseln mit den verschiedenen Modi. Danke! Das war gar nichts! Nein! Lass mich vom blöden Stein treffen. Das ist cool, dass Mo9 hilft. Weil so schwer ist er jetzt eigentlich nicht. Vor allem, wenn Mo9 hilft und ihm ganze Ausdauer klaut. Mag zwar ja nicht so viel, nach, nicht so viel aussehen, aber das ist extrem, ja, das ist extrem gut von ihr. Mein Verstand ist schwer. Mach das nochmal. Warum mache ich es mir so schwer? Jetzt ist schwer. Ich darf beim ersten Viertel überhaupt nicht keinen Stim verlieren, theoretisch. Was macht der großartig für Attacken? Dinger, die man richtig gut blocken kann und einen schweren Angriff, den man ausweichen muss. Komm her! Mein Verstand ist schwach! Warum? Ich hab jetzt geblockt.
Warum blockt da jetzt ein... Hat er jetzt ein... Back. Warum macht es mir... Mach das nochmal! Warum macht mir das so viel Probleme? Gut, Jedi. Wer draufgegangen? Dankeschön, Baron. Nur Feiglinge rennen weg. Du schubst mich doch weg, Junge. Ich blocke. Ich sag nicht, dass ich pariere. Ich habe aber den ganzen Block. Den ganzen Angriff über geblockt. Und der Angriff war nicht durchgehen, also konnte er mich eigentlich nicht besiegen. Nur Feiglinge rennen weg! Hey Kumpel, Stim! Hey! Mann! Ordentliche Abwehr. Nein, hab ich auch geblockt. Ich hab keine Ahnung, warum der das dann nicht macht. Ist jetzt nicht so mit dem Ausweichen, mit dem Octobock. Das habe ich im Nachhinein noch gemerkt, dass ich doch ein bisschen korrekter ausweichen kann. Aber wenn ich Blocken habe und der steht schon so, warum ich dann bei einem normalen Angriff Schaden bekomme, ist für mich ein Rätsel. Man muss sich auch denken, was für einen Typen habe ich hier als Kollegen jetzt. Ordentliche Abwehr. Und das ist... Du kannst dem Tod nicht ewig entgehen. Ist so widerlich. Ich bin schon in meiner Aktion. Und er kann mir die... kann mich wegstoßen, mir dabei die Aussage komplett wegnehmen. Und jetzt habe ich den Stim verloren, weil ich ihn rausgeworfen habe. Aber er mich noch unterbrechen kann. Am Arsch mit Gameplay. Also, ein Schwierigkeitsgras meine ich eher. Ich habe nur das letzte Wort da gelesen, Gameplay. Nee. Ich bin ja jetzt schon eine halbe Stunde an dem Boss dran, habe keine Ahnung von dem. Du verzögerst nur das Unvermeidliche. Nur Feigling. Hilfe, BD. Und dass der mich angreift kann, obwohl ich den Sting gerade drin habe, ist auch mehr als lächerlich, dass ich dadurch dann noch unterbrochen werden kann, wenn ich den Sting in meinem Arm noch habe. Ausweichen! Nicht retten! Ist so lächerlich. Der kann mich im Ausweichen noch treffen, obwohl ich da noch nicht mehr bin.
Aber wenn ich vom Stein getroffen werde und ich überhaupt nichts mehr machen kann, weil ich da zurückgeschlagen werde, kann er mich bei im selben Frame, wo mich der Stein trifft, kann er mich auch nochmal hitten. Du bist schnell, bemerkenswert. Schlag mich nieder. Ey, das war... Der hat dort gesessen. Es mangelt dir an Raffinesse. Ich bin zu schnell für dich. Er kann... Während er... Steine hochhebt, kann er mich weg machen, wegstoßen. Nebenbei, obwohl er beide Hände viel Steiner benutzt, kann er mich weg. Wenn er macht weghauen. Das finde ich irgendwie komisch. Ausweichen! Du bist schnell! Bemerkenswert! Hey, bitte! Ich hab schon Schlimmeres überlegt. Ja. Ich bin in der Animation. Kämpf mit und der mir. Kann mich dann damit wegschlagen. Oder ein Spiel kann auch einmal abstürzen. Das kann natürlich auch gehen. Du verzögerst nur das Unvermeidliche. Schlag mich nieder. In der Zwischensequenz hält er sich ziemlich gut, eigentlich. Es war falsch, dich an meiner Seite zu wählen. Stopp, Welpe! Ihr habt kein Recht auf Datomir. Kein Recht auf unsere Magie. Noch bist du nicht tot. Siehst du, Padawan? Ich bin konzentriert. Nice, danke. Sehr gut, Jedi. Bist sehr gut gestorben. Ist zu Ende. Danke, Marin. Ich glaube, ohne dich wäre ich jetzt gerade wieder gestorben. Alles klar. Hey,
Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Da! Ich treffe ihn! Volle Kanne mit den Lichtschwertern. Er kriegt keinen Schaden, aber ich krieg den Schaden. Vor allen Dingen, ich würde mich ja nicht so beklagen, wenn aber nicht mein Lichtschwert dann schon in ihm steht. Es ist in ihm. Juckt ihn aber überhaupt nicht. Er kriegt nicht mal Schaden dadurch. Oder irgendwie, dass er im Ausdauer fehlen würde, sondern gib mir dann ein Klatschen. Wenn das wenigstens so gleichberechtigt wäre, dass er auch Schaden bekommen würde, dann okay. Würde ich das auch hinnehmen. Hier rüber! Sofort! Warum? Das verstehe ich nicht. Da bin ich aber allerdings auch zu stolz für, den Schwierigkeitsgrad zu lockern, weil den hätte ich dann First Try, würde ich den hinkriegen. Schlag mich! Sag ich jetzt einfach mal. Ich bin zu schnell für dich! Da, schon wieder! Das war gar nichts! Weg. Das ist lächerlich. Ich blocke die ganze Zeit. Hab einen Block drin. Vielleicht kriege ich 2 Treffer ab, weil ich den nicht rechtzeitig geblockt habe. Aber die letzten 3 Treffer muss ich geblockt haben. Du bist ein Nichtsnutz. Du bist schnell. Bemerkenswert. Zwei Level weg. Nice. Du bist erbärmlich. Du triffst mich nicht. Ich hab's kaum gespürt. Ich bin zu schnell für dich. Komm schon! Ausweichen wird dich nicht retten. Du kannst dem Tod nicht ewig entgehen. Mach das nochmal! Brauche Unterstützung! Ich lasse nicht zu, dass du mich niederschlägst! Ja, steh auf, Junge! BD, ich brauche Hilfe. Ja, jetzt stehe ich, liege schon wieder auf dem Boden. Komm schon. Kämpfe richtig. Und kann man auch machen. Schlag ihm ein Schwert in die Fresse, kämpfe. Gibt man nie mir eine auf Fresse.
Macht Sinn, wenn ich jemanden im Schwert in den Rauch ramme, macht er auch das Erste, was er macht, erstmal ein anderes Schwert holen und dann auch mich abstechen. Zieh dich. Doch, wirst du, Arschloch. Ich hätte nur nicht gedacht, dass ich nach dem Octoboktor noch länger an einem Bosskampf sitzen werde. Schlag mich nieder! Ich hab's kaum gespürt! Du bist erbärmlich! Kämpfe richtig! Ja. Ich sehe in ihm, macht es einen Angriff. Blocken wird dir nicht helfen. Ausweichen wird dich nicht retten. Gib mir einen Stimpfschuss. Du bist ein Nichts. Gar nicht. Zu langsam. Oh, danke, Mary. Ich hab's kaum gespürt. Heil mich. Ich lasse nicht zu, dass du mich niederschlägst. Mann! Mach das doch mal! Ja! Endlich! Was soll das? Wie ihr schon sagtet, Malikos, Datomir wird euer Grab sein. Danke, Professor. Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen, bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Ich wusste, er führt nichts Gutes im Schild. Besiege einen ehemaligen Jedi-Meister. Tarum Malikos erhält und mehrere Einträge. Der gefallene Jedi. Bei ihrem letzten Aufeinandertreffen versucht Malikos, Cal zu überreden, sich ihm anzuschließen, im Glauben, die Ära der Jedi sei vorbei, prallen zwei Ideologien aufeinander.
Der Kampf eskaliert und endet erst, als Maren Kell dabei hilft, den finsteren Malikos zu bezwingen. Und Datomir. Tyrion Malikos greift häufig und kontinuierlich an. Nutze die Macht, um aus sicherer Entfernung zuzuschlagen. What? Sei extrem vorsichtig und behalte ihn ständig im Auge. Einige Angriffe können pariert werden. Malikos war ein angesehener Jedi-General, der die grausame Säuberung durch Order 66 überlebte. Als erfahrener Motivator und kühner Taktiker wird er im Gefecht zwar gleichmütig, kämpft aber unerbittlich mit einer unwohl durchdachten Präzision. Er steckt voller Überraschung, nutzt die Macht für einen erweiterten Angriff oder zur Vorbereitung seines Lichtschwertangriffs mit zwei Klingen. Na, Mädel. Was willst du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium, das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden. Oh, danke. Und Shift F. Okay, noch. Und ich erst speichern. Miss mir jetzt nicht ab oder so. Puh, endlich. Erstmal Fähigkeitenpunkte lernen. L, B und Y. Oh, cool. Ich gucke jetzt einmal auf die Aufnahme. Also 35 Minuten jetzt allein mit dem Kampf. Ich habe das falsche Fenster geöffnet. Und... Ach, jetzt liegt dein Ziel. Noch kannst du gehen. Ja, also anderthalb Stunden bis... Kann auch. Naja, eine Stunde und 15 Minuten ungefähr. Nice. Kann man schon mal machen für einen Boss.